500er mal bei weiteren Seafan Mission Fragments von der Nightmare Series. Und es ist die dritte Mission. Wir sollen einfach nur abhauen, wenn ich es schaffe. Es ändert sich sonst nichts an den Schwierigkeitsgrad. Und ja, wir starten wieder in unseren Bettchen. Mal sehen, das ist ja jetzt die dritte Prüfung. Ich bin sehr gespannt, was uns hier diesmal erwartet. Oh, das ist ein kurzer Text. Okay. Oh je. Ist die echt? Ist ja interessant. Sehr faszinierend. Okay, diesmal geht's in einen Wald. Wir haben natürlich wieder nichts. Doch, wir haben ein Schwert. Wir haben ein paar Pfeile. Und wir haben die Dietriche. Sehr interessant, dass wir in unseren Traum auch die ganzen Sachen mitnehmen können. Oh Gott, das geht ziemlich schnell runter. Oh ja. Healing Potion. Do not touch. Do not touch. I want you. Okay. Na gut, dann haben wir einen. Oh ja. Wo sind wir denn jetzt? Ja, was zum Fick ist hier? Okay. Okay. Okay, wo ist der Ausgang? Ach, hier. Hier unten. Also es gibt hier irgendwo einen Knopf. Ach, da. Oh, oh. Ich muss den, glaube ich, besiegen. Wer ist da? Was geht hier vor? Ich häng fest. Ah, scheiße, ist das doch. Oh nein. Lasst uns. Ich bist euer Kopf für meinen Streitkolben bereit? Ich hau ab. Tschüss. Ich werde euch zermalmen. Oh, Licht geht an. Ich will auch kein Licht anhaben. Ach, scheiße. Das ist alles voller Fallen. Feuer. Aber warte mal, hier ist noch einer. Oh, shit. Okay, es ist ja sehr seltsam, das Ganze hier. Also ich habe hier Loot gefunden. Oh Gott. Ich speichere mal, das ist sehr, sehr strange. Okay, ich glaube, wir sind gleich tot. Was? Wo kommen die ganzen Sachen her? Wir werden immer mehr Sachen gespawnt. Wir müssen nur die Tür nach unten aufkriegen. Okay, brauche ich. Brauche ich das? Oh, ich höre eine Spinne. Was haben wir denn hier? Irritation, isn't it? Ja, ein bisschen. Der Hocker, war der schon da? Muss ich den Hocker jetzt stellen? Ah, hier ist auch noch ein Schalter. Oh. Jetzt brennt das. Okay, welchen Schalter haben wir noch nicht gehabt? Da. Okay, ich habe keinen Blasen, was hier abgeht. Ah. Oh, scheiße. Oh, ich lade nochmal bei dem. Ich will nicht dauernd Lebenspunkte verlieren.
schwimme übrigens auf Experte. Hä? Warum? Das ist auch neu gewesen. Also ich glaube, das hier geht auf und da geht's weiter. Da ist noch ein Knopf gewesen. Okay, was hat sich jetzt getan? Den habe ich schon. Das hier ist auch neu jetzt, oder? So, vorhin doch noch nicht. Ich bin ein wenig... Ah, warte mal. Ah, ne, ist mein Blut. Ich dachte, da liegt ein Knopf auf dem Boden. Da ist noch einer. Yes. Oh shit. Oh shit. Misty. Das ist aber immer noch nicht alles. Ich bin sehr verwirrt. Also hier war noch ein Knopf. Hier ist kein Knopf drin. Das ist auch sehr doof. Okay, wo könnte jetzt noch ein Knopf sein? Jetzt soll ich mal das Licht doch machen. Okay. Ich glaube, deswegen sollte man auch das aktivieren, damit man hier besser sieht. So, den hatte ich auch. Den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir. Turbine ist nichts. Ist auch nichts. So viel kann ja gar nicht mehr sein. Das ist ja sozusagen nur so der eine Raum. Nach oben komme ich ja nicht mehr. Hier vorne ist nichts. Oh, da war ein Knopf. Da nimm Leuchtding. Habe ich gar nicht bemerkt. So, irgendwas hat sich jetzt wahrscheinlich wieder getan. Warte mal. Nee, ich dachte, ich hätte da einen Knopf gesehen, irgendwie dahinter. Den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Das ist ja wirklich... Den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Ich weiß nicht, ist hier was nochmal entstanden? Nee. Kann man denn so viel Knöpfe in... Ah! Okay. Ich weiß nicht, ob es überhaupt falsche... Gibt es falsche Schalter? Oh, ich dachte, es wäre ein Teleporter. Hey, da, gucke, da. Das sieht auch aus wie ein Durchgang. Es ist ein Durchgang. Ich habe nur mal kurz ein Bild davon gemacht, an dem Chaos hier. Okay, also. Es muss also einen Schalter geben, der das Ding hier öffnet. Eigentlich war ich nicht darauf vorbereitet, heute auf Schaltersuche zu gehen, aber naja. Oh, hier oben wäre auch ein guter Schalter. Ort. Dahinter war noch einer. Oh, das ist auch noch Loot. Und wir brauchen ja kein Loot, weil wir sollen ja raus. Okay, vielleicht ist jetzt ein neuer Schalter entstanden dadurch. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob diese Schalter schon am Anfang existieren. Oh! Hä? Das Ding nicht schon mal auf. Achso, ich habe es wahrscheinlich neu gespawnt, weil ich den Schalter nochmal gedrückt habe. Das ist ja manchmal so, wenn die Mechaniken nicht ganz ausgereift sind. So, das haben wir geöffnet. Okay, es gilt jetzt nur noch die Möglichkeit, dass hier unten noch weiter geht.
Warte mal, kann ich das wieder schließen? Nee. Oh, ich bin so verwirrt. Ich hab's wieder geschlossen. Hier ist noch ein Schalter gewesen. Oder hatte ich den auch schon? Es sind so viele Schalter. Damit habe ich das geöffnet? Ach Gott. Ich weiß gar nicht, was willst du von mir spielen? Das ist wirklich ein Albtraum. Das ist wirklich so ein Hommage an, jetzt verstehe ich's, an versteckten kleinen Scheißschaltern. Die darf ich nicht anfassen, der macht mir Aua. Oben ist nichts. Hier ist auch nichts. Da war auch nichts. Also ich glaube, dass man da rein kann. Das Ding ist Zeit. Anscheinend ist das zeitbesetzt. Oder? Dass man sozusagen das nur in bestimmten Zeit öffnen kann. Hey, dich. Vielleicht muss ich den nochmal umlegen, aber eigentlich tut der weh. Warte mal, ich mach's nochmal. Es hat sich nicht viel geändert. Der Knopf macht definitiv das auf, okay. Ich weiß auch nicht, muss man alle Schalter vielleicht... den hatte ich auch, oder? Vielleicht das Ding wieder gespawnt. Ich weiß nicht, wofür das da ist. Ich bin so verwirrt. Wenn ich ein Schalter wäre, wo wäre ich dann nochmal? Noch irgendwo ein Schalter. Könnte noch irgendwo ein Schalter sein. Hier ist sehr viel Gerümpel. Ach so, ja, es tut weh. Warte mal, kann ich die Dinger wieder ausmachen? Hier war noch einer. Ja, nach unten, nur man muss die nach unten machen. Noch mal um. Da ist noch einer. Ist jemand gekommen? Und das Wort schwebte ihm voraus auf einer sanften Brise, die das Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Geist eines Generals und dem Herzen eines Kriegers. Okay, ist mir egal, ob ich Leben verloren habe. Der stinkt. Okay, wir sind jetzt. Lügner mit gespaltenem Huf flüchte vor die Waffe fallen lassen. Oh shit. Und keine Bewegung. Kann der da wieder. Oh shit. Oh shit. Aua. Aua. Au. Nein, mit einem Leben kann ich's vergessen. Und das Wort schwebte ihm voraus auf einer sanften Brise, die unser Heil versprach. Okay, hier sehe ich auf jeden Fall, das ist eine Wand. Wenn das nicht nur das Licht ist, aber ich glaube, hier ist bestimmt ein. Bestimmt beim Hammeriten. Halt! Ihr seid mein Gefangener! Oh Gott. Memme! Au! Na, jetzt kann ich mich mal hier umsehen kurz. Nee, hier ist gar nichts. Oder? Nee, die Zelle ist sozusagen zu. Das hier kann ich knacken, oder? Ja. Okay, ich muss weiß, wo ich jetzt lang muss. Lügner mit gespaltenen Händen flüchte vor des Hammers an. Tür und Tür aus
Das Schwere wird nur sein, da reinzukommen, ohne dass der mich bemerkt. Schnarch, schnarch. Okay. Das ist der Schlaf, ne? Ich brauche jetzt sozusagen den Schalter. Da muss ich den K.O. schlagen. Okay, was genau muss ich hier machen? Nee, das sieht nicht nach so schön aus. Mal, ich probiere mal was. Okay, der ist nur... Nein, geh weg. Hier ist auch kein Schalter oder sowas. Das war der Schalter. Darauf kommt man doch gar nicht. Dass das hier ein Schalter ist. Ach, es geht noch weiter nach unten. Er nimmt mich an Cube. Also Cube ist auch eine Fan-Mission. Man, auch immer tiefer. Oh Gott. Kein Loot. Hier ist bestimmt wieder ein Schalter, oder? Ich will aber jetzt nicht alle Gegenstände hier durch die Gegend schmeißen. Ich gucke mich erstmal um. Das sieht aus, als wäre es so ein fein Weinkeller. Weinkeller. Da ist der Weg nach unten. Okay. Keine Falle. Hier nur Paradies. Also das ist so da... Also wir hatten... Wenn wir jetzt mal zu gucken. Im ersten Albtraum mussten wir überleben. Das war jetzt so mehr so diese Angst oder dieser Albtraum, dass wir halt ständig Gefahren ausgesetzt sind. So, Schalter. Okay, oben hat sich was geöffnet. Im zweiten waren es mehr so das Abenteuer. Oder quasi diese langen Reisen, die wir machen. Weil wir haben Affenmenschen gefunden. Also allgemein so das Mystische hat uns da erwartet. Gut, Untote. Untote gab es auch im, im ersten Bereich gab es ja auch sehr viel Untote. Das zweite war wirklich so mehr so die Journey. So, wo öffnen sich jetzt hier irgendwo Wege? Ich krieg das nicht mit. Und das hier scheint wirklich so dieses Puzzle-Ding zu sein. Warte mal, ich mach das nochmal an. Aber wo? Irgendwo... Ich muss wahrscheinlich drei Schalter oder sowas finden. Sonst sehe ich die Wand nicht. Wieder hoch komme ich ja nicht. Ich habe auch keinen Seilpfeil. Oh, warte mal. Ich mach mal die Dinger kaputt. Und zack. So, und unten genauso. Weil das ist ja echt blockierend. Wobei die eigentlich ganz nützlich sind, um schnell nach oben zu kommen. Aber irgendwie blockieren sie mir auch den Weg. Nicht kaputt. Okay, der geht nicht kaputt. Den kann ich auch bewegen. Na gut, die anderen kann ich auch bewegen. Das ist ein bewegender Moment. So, wo geht jetzt hier irgendwo was auf? Das hört sich an, als wäre es hier oben.
Okay, die sind keine Schalter. Ich muss also hier noch irgendwo einen Schalter rumwuseln. Okay, von den Flaschen ist es keiner. Das war Knopf 1. Nee, warte mal, das sind. Der hatte ich nicht gehabt. Ich habe 3 Knöpfe. Knopf 1. Knopf 2. Und Knopf 3. Okay, jetzt sind wir wieder bei den Untoten. Ich sehe aber keinen. Ich höre sie nur. Oh Gott, wo sind die? Das ist ein Schalter. Hallo, Mr. Untotenmann. Ich bin ja nicht dumm. Ich weiß ja, was ich tue. Warum ist denn die Leuchte leuchtet? Okay, ich muss jetzt hier wahrscheinlich wieder Knöpfe finden. War da was? Nee. Oder da. Da jetzt auf jeden Fall weiter wahrscheinlich. Da unter diese Bodenplatte. Okay, die sind wenigstens nur normal schnell. Ja noch schlimmere Zombies. Ich hab's auch gar nicht gedacht, dass ich hier unten lang drauf kann. Aber draufschrien geht, also selbst in der Alltag wäre das gegangen. Oh Gott. Okay, ich muss diesen verdammten Schalter finden. Das ist ja nur jetzt gewesen, um aufzumachen, aber das ist ja auch nur, wenn das Ganze etwas schwerer wird. So allgemein sind ja diese 3 Level irgendwie 3 Prüfungen. Mal nach oben vielleicht? Hier sind irgendwelche Flammen. Muss ich die vielleicht löschen? Scheiße. Nee, das geht nicht. Nein. Oh, oh Gott. Diese Kerzen irritieren mich. Was? So, das irritieren mich ein wenig. Drücken den Schalter nicht. Warte mal, wann habe ich den gedrückt? Naja, hier habe ich ihn gedrückt. Scheiße. Ich hätte mal einen extra Safe machen sollen. So einen, wo ich noch nicht den Schalter gedrückt habe. Dann hätte ich mich hier erstmal umsehen können. Da ist was. Das war für mich jetzt so der einzigste logische Entschluss, dass der Schalter im Gebiet sein muss. Sonst wäre es ja zu einfach, den Ausgang zu finden. Ich sag den Knopf. Okay, jetzt muss jetzt hier irgendwo ein Knopf sein, um das Ding zu öffnen. Der kann natürlich hier überall sein. Ich würde meinen, dass er ja sehr weit unten ist. Das heißt, wir müssen hier wieder suchen. Also das ist wirklich ein Albtraum. Knöpfe schalt. Knöpfe und... Wow, und Schalter suchen.
Ja, der könnte auch irgendwie so in der zweiten Ebene vielleicht sein, so ein bisschen, wenn man nach oben schwimmt. Gucke aber trotzdem alles nochmal ab. Jetzt haben wir auf jeden Fall Wasser. Als nächstes. Hier ist irgendwie auch... Achso, hier sind wir reingekommen, oder? Wie kommt man da rein? Okay, nochmal. Man kommt in diesen Bereich hier gar nicht rein. Das gehört wahrscheinlich noch zu diesen Drain. Alter, das ist so nervig. Jetzt noch einen Schalter hier unter Wasser zu suchen. Das ist ja richtig nervig. Damit habt ihr mich mal wieder. Bringt mir mich auf die Palme. So, hier würde es Sinn ergeben. Hier so ein bisschen. Diese Ebene. Aber wo und wie? Wie ist der Schalter dran? Ne? Das ist so ein kleiner Switch. Das ist ein Button. Jo, jetzt ergibt das nämlich Sinn, warum das, dieses Gebiet so eingeschlossen war. Das ist nämlich das jetzt hier, wo wir gerade sind. Okay, wo geht's jetzt hin? Oh nein, Spinnies. Ach du Scheiße. Joseph's Shop. Everything for your pet. Animal room, grooming, accessory. Ah ja, cats, dogs, rare animals. Ich habe noch nie Hunde in das Seefeld gesehen. Aber das hat ja den Hintergrund, dass es anscheinend nur Katzen gibt. Nee, keine Ahnung. Es muss auf jeden Fall irgendwie Hunde geben. Aber von denen, die sieht man halt nie. Man hört sie nur in Fanmissionen. So, ich habe 10. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Sind das 10? Ich krieg's auf jeden Fall nicht alle tot. Scheiße. Hast du gut gemacht. Was habe ich denn alles noch? Ich hab sonst nur Heiltränke. Alter, wie die rumfliegen. Alter, das sind viel zu viele. Das überlebe ich doch nie. Okay. Das wird so eklig. Ah! Okay, wo ist der verdammte Schalter? Ich häng fest. Okay, wo ist der Schalter? Oh Gott. Also für Leute, die Arachnophobiker sind, schaltet jetzt weg. Also, nicht das Video aus, aber ihr müsst da mal was, ihr müsst da weggucken. Oben ist so eine Lücke, habt ihr das gesehen? Komm ich da ran? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich kann versuchen, sie alle zu töten, das ist aber fast unmöglich bei so vielen. Oh Gott. Oh Scheiße! Oh Gott. Oh Gott, diese ganzen Beine. Uah. Wie soll ich das denn schaffen? Der Schalter muss hier irgendwo sein. Also ich kann versuchen, sie zu killen, aber es ist einfach unmöglich. Oh. Ich kann auch einfach runterfallen und sterben. Scheiße. Also ich schaff's vielleicht zwei zu killen. Und dann muss ich da irgendwo einen Knopf finden. Warum sind hier so Wasserrohre? Also wenn Spinnen jetzt Wasser bräuchten.
Ja, die sind wieder neutral. Was? Was war das denn jetzt? Ich bin eine... Wohin habe ich denn geschossen? Hä, hey, gegen was schieße ich da? Ah. Okay, das war nur eine Falle. Oh mein Gott. Es sind Roboter. Jede Menge davon und der Nebel ist ziemlich krass. Warte mal. Ich kann ja den Nebel ausstellen. Nebel aus. Okay, nee, das gehört nicht zum Nebel. Ich dachte, das ist der Nebel. Aber vielleicht ist das ein Wettereffekt? Nee, das ist ein richtiger Dunst. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht, wenn man das... Oh, Scheiße. Das ist gefährlich. Jetzt müssen wir unseren Instinkt folgen. Ah! Ich bin unten. Okay, hier irgendwo muss ein Schalter sein. Und ich vermute, dass ich hier absterbe, dass die Dinge angehen, sobald ich den falschen aktiviere. Gott. Oh, das ist nervig. Die Rohre sind echt nicht schön zu laufen. Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, den kann man nicht ausschalten. Oh. Ah. Dabei dieses wunderschöne... Er ist so kaputt oder so. Ja, der scheint kaputt zu sein. Ja, der geht nicht. Ich vertraue den ganzen Spieß, aber nicht. Auch hier ist auch noch ein Torrent. Torrento. Torrenski. Irgendwas noch? Ne, ich glaube, das Ziel, das ist irgendwie da oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unten sein soll, weil es ist sehr einfach, denke ich mal, hier runterzukommen, ohne zu sterben. Und damit hat sich das ja erledigt. Ach Mann. Ja, das wäre ja schon der Weg nach unten hier. Ich denke mal, irgendwo ist sehr schwer versteckt so ein Schalter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hing fest. Da war es auf jeden Fall nicht. Ich muss einfach die Ecken absuchen. Das ist eine sehr interessante Sache hier. Wir haben ja echt viele Elemente. Jetzt bleib doch mal oben, Garrett. So. Warte mal, vielleicht mache ich mal hier ein Save. Und wir gehen hier runter. Wenn ich nur was sehen könnte. Das existiert gar nicht. Das ist nur zum Angst einjagen. Okay,
Okay, da drüben in der Ecke vielleicht? Nee. Nee, das ist die Wand, oder? Der Stein sah so ein bisschen... Der sah ein bisschen so rausguckend aus. Ich weiß nicht wieso, aber der hatte irgendwie so ein Gefühl... Hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie... Achso, man kann auch von hier aus wieder hoch. Okay. Oh, diese Spinnen, ey. Vielleicht ist da am Turm was. Ich konnte mich nicht festhalten. Ich weiß nicht, ob der Turm vielleicht nur fake ist. Hier geht's. Okay. Ich kann mir vorstellen, hier irgendwo ist ein Schalter und dann gehen die alle aktiv. Auch sehr seltsam aus. So, die Ecke hatte ich ja schon. Ne, da war nichts. Also da war definitiv nichts, sonst hätte ich da irgendwas droppen können, aber da war nichts. Es ist echt anstrengend. Sehr anstrengend nervig, das Ganze. So, hier habe ich jetzt keinen Nebel, wenn ich so hoch gucke. Aber ich sehe hier auch keinen Schalter irgendwo in der Ecke. Oder ich muss... Also nochmal hoch, glaube ich nicht, dass ich da nochmal hin muss. Ich glaube, der Weg geht nach unten. Ich glaube eher, dass ich den Schalter zum Beginn finden muss. Und ich finde, in diesen ganzen Gewurschtel sehe ich halt nichts. Ich glaube, jetzt haben wir alles schon abgesucht. Also ich weiß nicht, wo ich jetzt noch suchen soll. An den Rohren irgendwo noch ein Schalter dran oder was? Da kann ich ja ewig suchen. Ich gehe nochmal, glaube ich, nochmal runter. Wir gucken uns nochmal unten um. Und vielleicht finden wir ja hier noch einen Schalter oder sowas. Sehr cool, wenn man das Gas abdrehen könnte. Weil das sieht für mich aus wie das Problem, was man hier lösen soll. Dass man hier das Gas abdrehen muss. Und dann geht das. Aber man hat so viele Möglichkeiten, hier hoch und runter zu kommen. Also für mich sieht das eher aus wie so ein Parcours. Na gut, vielleicht die Leiter, um wieder hochzukommen, weil man runter ist. Ja, hier oben... Fuck. Das war doch so leicht. Okay. Oh Gott, wo geht's denn jetzt hin? Bin ich denn jetzt? Jetzt sind wir in Lost City. Und Kara sprach. Das ist ein langer Weg nach oben. Nach oben? Wir gehen nach unten, Junge. Okay. Seid ihr es, Bruder? Oh Scheiße, bin ich hier. Oh, ich bin fast im Hellen. Das ist eine Maske. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Ich muss bestimmt in die Lava. Ich habe es ebenfalls gesehen. Danke. Wer ist da? Was ist nicht länger herumstehen, sondern zeigt euch elendig mit den Waffen. Ihr könnt euch nicht für euch zermalmen. Okay, wo muss ich hin? Oh Scheiße, hier sind hier überall welche. Dieses Metall überall. Bereuen, uns gestört zu haben. Jetzt will ich den ganzen Kram nicht. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Yeah. Ah. Oh Mann, das ist so heftig. Spreche
recht, wenn ihr etwas gesehen habt. Ich habe wohl nur Moos auf meinem. Okay, hier sind noch Kisten. Wahrscheinlich kann ich mich hier nur verstecken. Nee. Speichern. Okay. Im Namen des Karras, kommt heraus! Halt, Dieb! Oh shit! Die sitzen auf Kisten. Ich werde euch zermalmen! Hier ist, ist ein Büchlein. Reisen wir hier ein bisschen durch so durch Dimensionen? Die Geduld des Erbauers ist in mir. Aufwachen, mein Bruder. Es geschehen seltsame Dinge. Hier ist auf jeden Fall. Achso, die machen jetzt hier Essen. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, was sie öffnen kann. Ich werde jeden Stein. Was steht mir bei den meine Brüder euch finden? Möge meine Keule ihr Ziel finden. Oh Gott. Brüder, zu mir! Kommt heraus! Okay, das ist das hier. Geht's ja jetzt noch hier links hin. Oh nein, hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Ah, scheiße! Wo ist euer Mut geblieben? Den habe ich zu Hause gelassen. Du wolltest Strom anmelden? Stirb! Elender Feigling, stirb! Elender Feigling. Tja. Wo muss ich hin? Krieche, heimtückische Kröte. Nennt er mich einfach Kröte? Ich werde euch zermalmen. Kommt heraus, kommt heraus. Ich bin besiegt, so helft mir doch. Möge euch zermalmen. Okay, wo muss ich, was, wo ist der Schalter? Der Eindringling muss in der Nähe sein. Und er ist bewaffnet. Ich bin bewaffnet. Ich habe meine Waffe gar nicht gesehen. Okay, irgendwo ist hier wieder der nächste Schalter versteckt. Ist es ein bisschen nervig jetzt, dass man hier wirklich sinnlos Schalter sucht? Bis ich den Salamander gefunden habe. Weil da ist definitiv, geht's da weiter. Scheiße. Wisst ihr, was wir machen? Ja, hauen die mal alle nieder. Achso, nur den einen kriegen wir nicht K.O. Hat sich der Schatten. Halt, komm, Eindringling. Komm. Ihr seid hier nicht willkommen. Erbauer, steh mir bei! Was? Was zum Fick? Wieso bist du so stark? Ich bin so helft mir doch! Der ist zu stark. Karras, steht mir bei. Heide. Jetzt. Okay. Du hältst die Schnauze. Du hältst die Schnauze. Brüder, zu mir. Okay, also hier muss irgendwo ein Schalter sein. Aber wo? Ich habe den Salamander gefunden. Ich bin besiegt. So helft mir doch. Schärft eure Augen und Ohren. Hilfe, Bruder. Kommt wo heraus, ist der Feind, der mich kommt heraus, egal steht mir wo bei, ihr mein Bruder. Feigling, kämpft wie ein Mann. Ich, warte mal. Wie kann man, wieso kann man die benutzen? Ein Eindringling. Steht mir bei, meine Brüder. Mein Bruder. Es geschehen seltsame Dinge. Das wäre fies, wenn hier der Schalter wäre. Eure Feigheit nicht verbergen. Kommt heraus und ergebt euch. Okay, nee, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich bin besiegt! So helft an mir doch! An die Waffen! Und hierher! Hier ist auch nichts. Jo. Wenn ich euch finde, werde ich... Ich werde angegriffen! Doch wo ist der Feind? Ich angegriffen? Wo ist der Feind? Ich stand vor dir, du Idiot. So, wir entsorgen die mal kurz.
Okay, das war jetzt so meine Idee, dass man vielleicht da den Schalter reingepackt hat. So, und die Dinger schmeißen wir gleich damit rein. Wow. So viele Items, dass die schon übereinander stehen. Ist aber eine coole Idee, dass die hier ihren Essen zubereiten. So, schön voll. Schau dich mal da rein. Ja, ansonsten müssen wir jetzt mal wirklich mal... Ich darf noch nicht reinfallen, das wäre... Oh, der schwimmt schon da drin. So, was haben wir denn hier? Noch eine Kiste. Oh, die geht nicht kaputt. Wir haben auf jeden Fall diese Masken. Muss man vielleicht alle Masken berühren? Da ist eine Maske. Da ist eine Maske. Und da ist eine Maske. Und hier ist eine Maske. Ja, aber es scheint nichts zu bewirken. Hier ist auch eine Maske. Die sind im Eingang und Ausgang immer alle da. Aber irgendwie kann man die nicht... Vielleicht hätte man die einsammeln können? Okay, ich habe hier irgendwie... Ich habe die Masken alle berührt. Okay. Okay, gut. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. So, das Gemetzel will ich natürlich nicht machen. Deswegen... Diebe. Au! Ergebt euch. Es war einfach nur der eine. Die eine Maske. Okay, jetzt sind wir bei den Heiden, wie es scheint. Wow. Einen seltsamen Ort. Oh Gott. Oh, hallo, ihr Klubschieß. Aber hier sieht man der Schalter sehr gut. Nein! Ich hab's sogar überlebt. Den Schaden. Oh, ich höre... Ah! Oh, fuck, oh, fuck, fuck, fuck. Keiner zu Hause. Oh Gott. Hier muss ich mal ein Bild machen. Sieht cool aus. Das ist ein Schwert. War das schlau? Oh, ein Sci-Fi. Wo sind denn die? Die Affen. Ich muss auf jeden Fall das Sci-Fi verwenden. Jetzt hätte ich den nicht so bekommen. Da oben. Ah, da sind sie. Füße. Ja, ah, lass mich durch, lass mich durch! Okay, Seife schnappen und dann... Oh, Wasserpfeile. Das ist gar nicht so doof. Hier waren seine Pillefüße. Was ist das für ein Name, ey? Was ist das? Ich bin eine Taube. Ich bin ein Taubenaffen.
Jetzt nimm das Seil. Ah, der ist so blöd am Stein hier. So, jetzt. So, hier kann ich... Hier bin ich erstmal safe. So, hier patrouillieren die. Die laufen so lang. Okay. Okay, hier ist eine Endstation. Okay. Das heißt, die können nur von der Seite dann kommen. Da knistert was. Okay, es ist nur ein... Alles weg. Es muss hier irgendwo wahrscheinlich der nächste Durchgang sein. Bin ja echt gespannt, was noch danach kommt. Weil wir hatten jetzt Untote gehabt, wir haben Maschinisten gehabt. Mechanisten, Maschinisten. Jo, was denn das? Scheint auch nicht zu sein. Diesmal nichts. Aber nächstes Mal, ihr Ratten. Was könnte jetzt noch kommen? Eigentlich nur noch Crayman. Er foltert hier. Obwohl wir Wassergebiete auch schon hatten. Wir haben ja auch Spinnen gehabt. Okay, irgendwo muss es einen zentralen Punkt geben. Diesmal nichts, aber nächstes Mal, ihr Ratten. Menschenfleisch. So. Weil ihr mich abgeschossen habt. Hier. Hui. Da ist irgendwas. Wie komme ich da hin? Nee, da kam ich her, aber. Da kam ich her. Ich bin da runtergerodelt. Ich muss da auch nicht mehr wieder hin, oder? Ja, da kam ich runtergerodelt. Ich komme hier so runter. So, dann kam hier so ein Schwert. Und das kann ich benutzen, wie die Masken, aber es ist nichts passiert. Ach! Das erzeugt anscheinend immer den Pfeil. Nee, erzeugt er nicht. Auf jeden Fall ist er da, um wieder hochzukommen. Dann ist man oben. Ich lade lieber nicht. Ich habe es jetzt gerade so schön K.O. geschlagen. Alles aus Holz. Okay, irgendwo ist wahrscheinlich wieder ein Schalter. Aber irgendwo muss auch der Durchgang sein. Den sieht man normalerweise immer vorher. Siehst du, ich kann auch die Dinger essen, falls ich zu geschwächt sein sollte. Okay, hier ist nichts. Ja, sorry, dass ich es so machen muss, weil ich kann nicht die ganze Zeit die Leute ausweichen. Das dauert dann ewig, bis ich dann... das gefunden habe, was ich suche. Ansonsten müsste ich... Ansonsten müsste ich das alles rauscutten. Das ist auch nervig. Okay, hier scheint auch nicht zu sein. So, und hier haben wir dann den letzten. Der hat aber einen Goldschädel. King Arthur's Skull. Warte mal, vielleicht muss man... Das ist ja Excalibur und King Arthur. Das ist vielleicht das... Vielleicht muss man die zusammenbringen. War nur Killefeld. Nie das, ist was. Das brauche ich nicht. So, jetzt warten wir kurz, bis der Typ wieder vorbei ist. Und dann rodeln wir wieder runter.
Dann bringen wir den Schädel mal zu dem Excalibur, weil das ist definitiv eine Referenz daran, da sieht man ja mit Schwert im Stein. Hätte ich mal probieren sollen, statt es nur im Inventar zu nehmen. Okay, wie weiß, kommt Wasser oder was? Eine Toilette? Ein Anwesen? Sind wir wieder zurück? Das glaube ich nicht, weil... es ist erstmal Mission 3 von 5. Es kommen also 2 Level noch. Was könnte das jetzt sein hier? Ist eine Nachricht. Thief People Mag. 5 Thieves. Ich kann da noch nicht so reinlinsen. Okay. Vermutlich ist das der Weg, den wir gehen sollen. Oh, und dann auch noch sowas. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht in so einen Bereich, wo wir alle Türen so schwer zu öffnen sind. So. Ja, es ist der Weg. Ah, warte mal, ich bin doch noch doof. Ich habe doch ein Seife, ey. Ich habe sogar 2. Nee, ich habe nur noch einen. Dumm. Ich muss ihn höher setzen, aber ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Oder tiefer? Schon, Garrett. Okay, dann muss ich es höher setzen. Ist dann leider so. Ja, jetzt geht's auf einmal. Naja, vielleicht brauchen wir die Seife auch nicht mehr. Hm. Könnte schwören, dass da was war. Wachen! Hier schleicht ein Dieb herum! Der Loot ist eigentlich auch so unwichtig. Oh Gott. Ich höre aber keine Wachen. Hilfe! Hilfe! Hier drinnen ist jemand! Er ist bewaffnet! Fangt ihn! Hör zu. Wer ist... Wachen! Achso, ich dachte, du wärst schon alarmiert. Hier schleicht ein Dieb herum. Okay, ist eine Wanne. Es gibt hier anscheinend keine Wachen. Finde ich gut. Aber da das immer noch mein Albtraum ist, wird wahrscheinlich hier irgendwo... ein Schalter sein. Wachen! Ein Dieb! Er darf seiner Strafe nicht entkommen! Guck. Hey, du hast einen Schlüssel. Den brauche ich. Wahrscheinlich. Ich hab den Kerl gesehen. Ich hab den Kerl auch gesehen. Er ist bewaffnet. Fangt ihn. So. Vorsicht. Ich habe vorhin jemanden herumschleichen sehen. Ah, Fliesen. Wer? Oh, du hast den Käse. Ist da drüben jemand? So, schnapp ihn doch jemand. Und in einer Liste hast du auch. Lilian Soap. Hallo? Oh fuck! Es sind doch hier Wachen! Ah! Oh nein, ich bin wieder hier! Okay, krieg ich das hin, Stacy?
Ich habe hier noch Wasserpfeile. Was war das? Hä? Ein Dieb! Er darf seiner Strafe nicht entkommen! Okay, man wird immer gesehen. Haltet den Dieb! Okay, man wird immer gesehen. Das ist natürlich doof. Jetzt muss ich auch mal den Typen. Die geht da rein, oder? Du gehst wieder da rein. Du hast dich aber schnell beruhigt. Ja, die Moosheide? Nein. Ich bin übrigens hier voll im Dunkeln, was eigentlich nicht sein dürfte. Was ich will mich ja nicht so beschweren. Das hat erklärt, warum sie mich vorhin nicht gesehen hat. Könnte schwören, dass da was war. Da war noch ein Ring. War wohl nur ein Luftzug, nichts weiter. Okay. Ist da jemand? Ich weiß doch gar nicht, warum wir das alles hier noch stehlen. Ohnehin nicht gestört werden. Okay, und dann wollen wir mit den Typen dann den Schlüssel gleich nehmen. Und dann haben wir noch Käse in der Küche. Du, wer ist da? Okay, ich... So patrouilliert sie. Ich hoffe, sie sieht mich hier nicht. Ich dachte, da war was. Wer ist da? Okay, sie kommt wieder. Was ist denn hier passiert? Kripti. Dass das Licht jetzt erst mitgekriegt hat. Okay, wir haben hier Fliesen. Hier ist auch ein Typ. Da ist die Wache. Der hat auch einen Key. Hier ist wohl nichts. Oh shit. Basement Key. Was sehen meine trüben Augen? Deine trüben Augen? Die sehen nur einen Durchreiter. Ich sehe wohl schon Gespenster. Ich sollte mich etwas ausruhen. Okay, da läuft immer ein Kreis, das ist gut. Ah, jetzt kommen wir in die Küche. Boah, es ist so viel Loot. Es ist so viel Loot. Wenn es mal eine Mission wäre, wo man Loot sammeln müsste. Okay. Das ist das Basement. Da war aber auch noch eine Doppeltür. Kevin, bist du's? Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Krieg ich die Tür auf? Nein, okay, es gibt also nur diesen einen Weg. Sir, sind Sie das? Okay, sonst habe ich hier alles. Ich weiß es nicht. Ist auch ein bisschen random. Jetzt ist vorher diese bizarre Welten. Jetzt sind wir in so ein Anwesen gelandet.
So, den Basement Key brauche ich mir nicht nochmal. Und hier sind wir im Weinkeller und hier geht es wahrscheinlich zur Krypta. Ich höre einen Hound. Ah, hier ist die Tür, okay. Sonst scheint hier nichts Besonderes zu sein, okay. Okay, dann bauen wir mal langsam das Ding ab, ohne zu viel Lärm zu machen. Weil noch sind sie nicht getriggert. Ufer. Okay, die hören das nicht. Ist schon mal ganz gut. Der noch drauf. Okay. Basement Key. Wo ist er denn? Hier. Oh mein Gott. Das wird ein Spaß. Oh shit. Ah! Die können hier rein. Okay. Ich kann kein Feuer hier löschen. Wo ist die Helligkeit? Ist die hier vorne? Ja, ist sie. Ach du Scheiße. Ich hab nichts, womit ich gegen ankommen könnte. Oh Gott. Oh Gott, ich hab Angst vor euch. Gut. Aua. Aua! Alter, sehr viel Kraft, was du machst. Aua! Okay. Sind da nur noch... Oh Gott, das sind so viele hier. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Das schaffe ich doch nie. Also selbst wenn ich versuchen würde, die alle auszuschalten, ist es fast unmöglich. Der eine, der seinen Kopf brennt. Auf abzuploppen. Ja. Aua. Ich bin zu langsam für die. Okay. Ich muss einen Plan. Also, ich kann nicht zu nah, weil sonst ist es zu hell. Hier ist noch dunkel. Hier ist zu hell. Okay. Ich kann hier rein und bin tot. Mann, das ist so doof. Ich kann die auch nicht löschen, oder? Oh, die haben sich irgendwie bewegt. Ich habe seinen Kopf ausgemacht. Ob das was gebracht hat? Thank you.
Oh Gott. Das Dumme ist, wenn ich einen töte, ist es wie so ein Schrei. Ich brauche irgendwie... Ich habe auch keine richtigen Waffen, keine Blitz... Also Blitzbomben würden mir hier mega helfen. Die beruhigen sich auch nicht mehr danach, ne? Oh Gott. Okay, die fangen an wieder zu suchen. Also der dahin hat mich verloren. So, mal sehen. Okay, die suchen wieder. Der sucht wieder. Oh Gott, die blocken das alles. Ah Mann. Oh Gott, es muss doch eine normale Möglichkeit geben. Aber das Ding da in der Mitte. Oh. Löst sich das auf und dann? Ach so, okay. Ein Friedhof, wie originell. Okay, ist das gerade, okay, gut, ich verstehe. Vielleicht muss man einfach nur reinjumpen. So. Ein Friedhof, wie originell. Garrett ist tot. Garrett ist tot. Oh je. Hier, Garrett rest peacefully. Oh nein, ich bin gestorben. Hier leise, Sergeant Mr. Garrett, Prince of the Night, Genius Thief. Oh, das bin ich. Hier leise, Garrett, Art Thief. Das sind so schöne Schraubsteine. He had all the qualities of an excellent thief. Hier leise, Garrett, rest in peace. Verflucht. Ah, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ist vielleicht hinter den Grabsteinen irgendwas? Das habe ich mir auch so nicht vorgestellt. Hier ist sogar eine ganze Krypta gewidmet. Ist sie auch für mich? Auf jeden Fall muss ich wahrscheinlich durch diese Tür hier. Ist an den Wänden irgendwas? Wahrscheinlich ist das, was am besten klingt, ist dann die Lösung, oder was? Nee. Auch nicht. Ich hätte gedacht, dass an den Wänden irgendwas dann ist. Quasi, wo die Grabsteine hinzeigen. Hier ist ein Grabstein, der zeigt in die Richtung. Hier ist auch nichts. Hier ist zum Beispiel gar nichts. Die ich sehr schade finde. Okay. Okay, wie geht's jetzt hier weiter? Es ist sehr kryptisch. Auf jeden Fall hatten wir wieder Untote gehabt heute. Hier ist auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Wieso immer? Wie so oft? Das ist echt. Also, das ist so. Mann, ich hasse das. Warte mal. Muss ich dich vielleicht erlösen? Nein. Rest in peace.
keinen Schalter oben drauf. Das ist ja so das... Naja. Wie gesagt, es muss Schalter geben, damit man jetzt die Tür öffnet. Hä? Oh, ein fucking Schwert oder was? Hä? Und jetzt? Wo willst du hin? Komm zurück! Was? Oh nein, hör auf. Okay, das ist ein Fahrstuhl. Das ist ja mal wirklich getrollt, also. Oh, ich höre Hammeriten. Hammeriten hatten wir noch nicht heute. Oh nein. Oh Gott. Hör auf! Ich werde euch bald finden. Ich finde euch. Okay. Aber ich habe doch gar keinen Sci-Fi mehr. Man geht doch nicht davon aus, dass man beide mitgenommen hat. Ich habe keinen Sci-Fi mehr. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ich habe keinen Sci-Fi mehr. Warte mal. Ich jump einfach auf den seinen Kopf. Okay. Wir brauchen also wieder einen Switch wahrscheinlich. Der ja in aller Form ja auftauchen kann. Warte, was ist das da? Das ist wahrscheinlich der Weg zum Weiterkommen. Ja. Das Gute ist, man muss an den ganzen Gebieten nichts Großartiges machen. So, das ist auf jeden Fall das Ende vielleicht? Hier ist ein Thron. Oh shit. Ich bin nur Wasser. Okay, ich muss einen Bannermord machen. Die zwingen mich dazu. Okay. Hä? Hi. Ich bin Garrett. Bannermord. Aber in Massen. Okay, ich verstehe. Bannermord wird nicht gut geheißen. Das heißt, ich muss hier den Weg finden. Oh, da ist eine Statue. Dahinter sehe ich keine Statue. Ich kann aber auch hier ein bisschen cheaten. Hehehe, da ist eine Leiter. Falls ich vielleicht... Ist das vielleicht, um wieder hochzukommen? Oh, es ist so friedlich hier unten. Ein Thronsaal. Ziemlich überzogen. Wahrscheinlich komme ich hier weiter. Also muss ich bestimmt den Schalter finden wieder mal. Achso, man kann das nicht überleben, weil das so dünn ist. Ah. Natürlich schlau. Ah, und der Schalter ist vielleicht noch oben. Oder kann man es überleben? Ich weiß es nicht. Dann suchen wir mal nach dem Schalter, würde ich sagen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir den Statuen nicht in den Weg kommen. Übrigens lustig, dass wenn man die Banner zerstört, dass da ein Hammeriten-Banner rauskommt. So. Bannermord! Bannermord! Bannermord? Okay, die kann ich morden. Da ist auch keine Statue.
Dahinter ist irgendwo einer, glaube ich. Ja, da ist einer. Ah, die guckt nicht mal in die Richtung, oder? Guckt in die andere Richtung, okay. Oh, ich habe ein bisschen Schiss gerade von den Statuen. Erinnert ein bisschen an Catacombs. Also Bonehart meine ich. Ich gehe auf jeden Fall nicht in dieses Labyrinth rein. Ich werde schön außenrum gehen. Wir müssen mal die Banners zählen, die wir hier killen. Gibt es denn bald einen Banner-Mord-Counter? Scheint ja auch keine mehr zu sein. So, okay, sieht gut aus. Jetzt das. Und das. Da ist eine Statue dahinter. Frage, die ich mich stelle, ist, greift sie uns an? Ne, die guckt auch nach innen, okay. Das Gute ist, wir sind sehr schlau. Wir machen das alles von außen. Wobei darauf hätte man kommen können, dass das eine Möglichkeit, eine Variante wäre. So, was haben wir denn hier hinten? Oh, das sind so viele Banner. Und ich muss diesen blöden Schalter finden. Oh, so viele Banner, ey. So viele Banner. Alle Gervasius-Banner, die hamaritisch sind. Ein Hamariten-Vasius. Das ist wieder eine Statue, oder? Da gucken wir gleich mal. Die guckt auch wieder nach innen, oder? Ja, die guckt nach innen. Das heißt, wir können sie theoretisch von hinten. Können wir da ran. Okay, so langsam sehe ich, was hier abgeht. Aber immer noch kein Schalter. Ich muss auch aufpassen, weil wenn ich zu viele Banner zerstöre, habe ich kein Schutzschild mehr. Weil die werden ja nur durch die Banner geblockt. Ist da was? Nee. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt einmal drumrum. Nee, noch nicht ganz. So. Ja, hier hinten habe ich angefangen. Okay, es ist sehr symmetrisch gebaut. Nein! Ich war so weit! Oh, gut, dass ich gespeichert habe, oder? Ja, ich habe gespeichert. Das wäre eine Statue. Ich glaube, links und rechts können sie mich auch nicht angreifen. Das ist sehr aufregend gerade, ich weiß. Okay. Diese Statue greift nur nach vorne an, wie die anderen. So, jetzt ist die Sache. Ist das jetzt nur, um hier rauszukommen? Weil wenn ich, warte mal, wenn ich jetzt hier ins Wasser falle, sterbe ich dann? Nee.
Also es ist definitiv, die Leiter ist wahrscheinlich wirklich da, um wieder hochzukommen. Gut. Das heißt, hier irgendwo in diesem kleinen Mini-Labyrinth, da kann ich nicht rein, muss ein Schalter sein. Ich muss nur schauen, wie ich da reinkomme. Ohne zu sterben. Da ist eine Wand auf jeden Fall davor. Das ist schon mal ganz gut. So kann ich nämlich schon von Weitem sehen, wo ich stehen muss. Da, genauso da sehe ich es auch. Ich habe Angst, irgendeine Wand wegzumachen. Dann habe ich mir alles versaut. Also hier ist genau eine Statue dahinter. Das heißt, ich kann hier auch nicht hin. Das sieht aus wie ein ganz gewisser Punkt, wo die hingucken. Oder hier, der Schalter ist irgendwo an der Wand. Ich habe es nicht gesehen. So, und hier ist der andere Typ. Das heißt, ich muss erstmal wieder einen Weg da reinfinden. Ich bin da erstmal drin gewesen, aber irgendwie... Warte mal, hier. Nee, da guckt der König. Ich sag König jetzt zu dem. Es geht. Ich komme da rein. Ah, es kann aber sein, dass jetzt die Frau dahinter ist. Nee, hier kam er. Hier sind wir reingekommen. Okay. Das war sozusagen mein Ausgang. Da ist dann die Frau. Das ist der Typ. Und der King Arthur-Typ hier ist hier. Das heißt, davor kann ich nicht rein. Oh, warte mal. Warte mal. Ich sehe was, das du nicht siehst. Hier. Ach so, hier wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Okay, wo ist dieser verdammte Schalter? Kann ich mich hier drinnen reinbewegen? Rinnen bewegen? Theoretisch kann ich hier rein. Weil hier ist auch nichts. Ist auch kein Schalter auf Boden oder an der Decke. Okay, der Schalter muss hier irgendwo sein. Irgendwo an den Säulen vielleicht? Ihr habt ihn bestimmt schon gesehen und ich habe ihn wieder nicht gesehen, weil ich mich so an die Banner gerade... Oder vielleicht irre ich mich hier und das ist einfach nur oben, um durchzukommen. Aber wozu ist denn die Leiter da, wenn man nicht mehr hoch müsste? Das ist wie... obwohl, no, doch, das eine Ding hat dann schon Sinn ergeben. Der eine Raum mit den Wolken. Oder kann man die froppen? So viel wie vieles andere auch. Kann ich die zerstören? Nee. Aha. Da ist ein Schalter. Wie komme ich denn da hin? Hier hat doch keine Seilfälle mehr. Geht doch gar nicht. Okay, also scheinlich... Muss ich mit einem Pfeil betöten? Vor allem, wir haben Glück, dass wir noch Pfeile haben. Ich hätte sie vielleicht alle bei den Spinnen verballert. Okay, ist nichts passiert. Okay, das war daneben. Mensch. Yay. Ich habe noch zwei Pfeile. Ach, aber egal, das reicht schon. Vielleicht bin ich ja jetzt gleich am Ende. Also, ich bin schon am Ende. Ufa. Oh nein! Jetzt habe ich auch noch Maschinen getriggert. Okay, wir sind in einer Mechanistenfabrik. Mit Maschinen. Ich sehe erstmal nur zwei. Und
da sind mehrere Türen. Okay, das ist gar nicht so schwierig. Ein Safe. Oh, das geht auf. Ich dachte, ich muss jetzt hier den Schalter finden. Den Schlüssel. Und da drin ist dann der Schalter. Es ist ein Schlüssel. Was? Okay, der Safe geht auch nicht mehr zu. Auch interessant, wie ich den Sound gerade höre. Der Prisen seien die Geschmiedeten. Die Geschmiedeten. Denn sie kennen keine Furcht und horchen dem Willen des Kerners. Ach, hier ist ja noch mehr. Sollten wir vielleicht das auf die andere Seite zurück? Jetzt sollten wir den anderen Räume auch nochmal durchsuchen. Aber vielleicht war das auch nur zufällig, dass ich genau den richtigen Raum gefunden habe. Könnte riskant sein, jetzt hier lang zu gehen. Aber vielleicht sollten wir jeden Raum erstmal absuchen. Okay, hier sind wir gar nicht so im Hellen. Okay, alles gut. Hier ist der nächste Safe. Hoffe ich. Nein, geht nicht. Aber warte mal, ich verstehe, wie es ist. Vielleicht sind es auf jeder Ebene... ein Safe mit einem Schlüssel. Und wir brauchen am Ende die Schlüssel, um was zu öffnen. Das ist die Leiter nach unten. Wo warst du? Wo sie bauten die Leiter zum Himmel? Na, wer kennt's? Ist hier auch keine Gefahr. Das ist easy. Aber wo sind unten die Roboter? Was ist mit dir los? Ich denke mal, für Anfänger sind diese Missionen richtig schwer. Oh, da. Das ist ein riesiger Tresor. Was ist da? Borles? Siebel? Okay, wir suchen es einfach. Hard Train. Ach, der Roboter oben hat mich gesehen. Ist egal, ich habe jetzt hier den nächsten Safe. Solange der unten nicht durchdreht, ist alles in Ordnung. Ich hoffe ja, dass ich nicht wieder hoch muss. Ich vertraue übrigens diesen Albtraum gar nicht mehr. Deswegen gehe ich auch immer seitlich von den Sachen, die ich öffne. Der dritte Schlüssel. Es waren auch in dieser Traumsequenz drei Schalter. Vielleicht sind es in dem Fall ja auch wieder drei Schlüssel. Wie komme ich runter? Da hinten geht es nach unten. Ich kann auch versuchen, hier runter zu gehen, ohne Schaden zu nehmen. Ich habe ja eh in dieser Mission schon öfter Schaden genommen. Ja. Sehr gut. Okay, keiner dieser Schlüssel passt. Ich krieg's nicht auf. Es sind vier Türen. Lass mich raten. Vier Schlüssel? Verdammt, dann fehlt mir noch ein Schlüssel. Und den habe ich nicht. Okay, dann muss ich nochmal hoch. Dann war es doch die, vielleicht die eine Tür, die ich da oben nicht entdeckt habe. Okay. Hier ist noch ein Safe. Ein Glück. Damit habe ich den letzten Schlüssel und kann endlich weiter. Ich freue mich, wie lange das Ganze noch geht. Das ist ja wirklich ein riesiger Parcours. Ich mag aber irgendwie trotzdem das Setting. Also ich mag das, dass man halt hier... Du hast nur ein Ziel, entkomme. Und wie du das machst, ist dir überlassen.
Ah, du musst dich an unseren Regeln halten. Bis jetzt haben wir es ganz gut geregelt. So, da geht's jetzt raus. Ich stärke mich, denn Karas bittet mich, ihm zu dienen. Und vor mir liegt noch ein langer Weg. Hier ist sehr viel Loot. Hübsche Aussicht. Wow. Oh, das Ding geht wieder zu. Nein, ich war noch nicht fertig. Nochmal. Okay, wir müssen schneller sein. Gepriesen sei der Erbauer. Ich bin sein Bote auf Erden. Geformt nach seiner hübsche Aussicht. Die sind am meisten wert. Schneller, 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 schneller. Nein, ihr habt den Diamant nicht gekriegt. Wie soll man denn das denn schaffen? Ist das nicht der Sergeant, der mich überprüft? Oh, Alter, die sind riesig. Wie soll man denn das schaffen, alles? Also, wann wird man teleportiert? Kann man da noch auf der Leiter sein? Vor mir zittern, denn Karas gibt mir die Kraft, alles zu zerschmettern, was ich erblicke. Hübsche Aussicht. Ja. Scheiße, man schafft das nicht. Das habe ich sogar weniger als beim letzten Mal. Weil ich nicht die ganzen Schlangenreifen mitgenommen habe. Ist das doof? Das ist doof! Ich danke dem Erbauer für meine Arbeit. Ich bleib mal auf der Leiter, mal sehen, was passiert. Hübsche Aussicht. Mal sehen, wenn ich jetzt teleportiert werde, dann liegt das einfach daran, dass die Klappe zugeht. So Art wie ein Timer. Okay, ich habe noch nicht teleportiert. Ich werde immer noch nicht teleportiert. Ich mache mal ein extra Save. Vielleicht ist das irgendwie so ein Mechanismus, dass wenn ich zu lange da unten bin, dass ich teleportiert werde. Kann ich das Spiel austricksen? Nein! Aber warte mal, war da ein Schalter? Habe ich vielleicht aus dem Schalter aktiviert? Oder liegt es am Loot, was ich sammle? Ich bin noch nicht teleportiert worden. Okay, es kommt drauf an, was ich einsammle. Das ist irgendwas, was ich nicht einsammeln darf. Bestimmt ist einer der Diamanten das. Der ist es. Okay, ich hab's hingekriegt. Wuhu. Okay, wir sind jetzt hier in der Stadt der Riesen. Huh. Kann ich mich nochmal zurück teleportieren? Was war das? Scheiße. Das ist. Ja, der hat teleportiert mich. Okay, Wenn ihr aus der Ehrengarde austreten dürfen, sehe ich jetzt schon Gespenster? Okay, einfach nur keine Türen verwenden. Da scheint nichts zu sein. Okay, der teleportiert vielleicht auch hier. Gucken wir mal. Nee. Nein! Hä, wo bin ich jetzt?
Ist das dieselbe Ecke? Oh, Heiltrank. Hä, bin ich jetzt wieder normal groß? Ist da wer? Ich bin so verwirrt. Okay. Blasen bringen mich um. Ich brauche unbedingt neue Stiefel. Du hast nichts bei dir. Sind wir jetzt wieder richtig? Da. Das muss ich öffnen. Okay, scheint hier sonst nichts zu sein. Okay, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier hinten. Okay. Okay, der Tempel, das ist eine Sackgasse. Hä? Jetzt. Okay, jetzt bin ich hier hinten. Ich muss also die richtige Tür finden, um am richtigen Ausgang teleportiert zu werden. Da geht nicht. Da geht noch nicht. Ich kann die auch nicht... Obwohl, ich kann die, glaube ich, K.O. schlagen. Ich weiß nicht, ob ich den da K.O. schlagen darf. Der geht nicht. Okay, aber das Komische ist, es ist doch, das ist doch der einzigste Weg. Wer hat das gesagt? Meine Blasen bringen mich um. Jetzt ist wieder alles ruhig. Neue Stiefel. Ich hatte nicht teleportiert. Jetzt hatte ich wieder teleportiert. Hä? Ich verstehe es nicht. Wer ist da? Hä? Was? Ist da jemand? Okay, warte mal. Ich guck mal hier hinten. Ich erzähle noch mehr. Okay, das könnte mich wieder teleportieren. Jo. Dann bin ich hier und das hat mich jetzt wieder ganz zurückgebracht. Oder? Das gefällt mir nicht. Ja. Wir haben Probleme hier. Ups. Alle hierher! Wachen! Wachen! Zeigen wir ihm, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Ich habe eben jemanden gesehen. Oh je. So groß ist das Gebiet gar nicht. Und das ist auch nur ein Teleporter hier. Also wie muss ich mich teleportieren? Ecke? Ja, oder warte mal, wenn ich hier hingehe, dann bin ich hier. Ich mag es nicht. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Wer ist da? Okay. Kommt heraus. Ich darf nur nicht wegteleportiert werden. Hier, ja, hier ist der Dieb. Oh, hier geht's runter. Vielleicht vergeht dir die Freude, wenn meine Kollegen hier sind. Elender Feind. Okay, es war einfach, das andere war nur zur Irritation, oder? Der Teleport hat vorher nicht funktioniert. Das kann auch sein. So, jetzt brauche ich den Lufttrank wahrscheinlich. Nein! Es geht immer noch weiter. Im Gebäude okay. Ist ein Eindringling. Okay, und wo muss ich hin?
Okay, funktioniert das? Wo ist der Lufttrank? Okay, das war jetzt ganz komisch. Oh mein Gott. Es wird Zeit. Ich mache mich jetzt auf die Socken. Oh, sind wir durch? Oh shit. Oh nein, was ist es jetzt? Was passiert jetzt? Eine Nachricht. Hahaha. And you could get out of here so easily. Nothing is done. Nothing is over. Ach, wir haben es natürlich noch nicht geschafft. War natürlich ein kleiner Spoiler von mir, dem ich halt schon weiß und schon verraten habe, wie viele Missionen hier kommen. Aber ist egal. Das war Fragments. Wir haben 100% der Loot zusammenbekommen. Ich musste ein paar Gegner killen. Habe auch viel Schaden genommen in dieser Mission. Es war ein bisschen sehr interessant. Es war ein richtiges Abenteuer. Und ja, ich erwähne es nochmal. Erst am Ende der letzten Mission werde ich sozusagen zu dieser kleinen Mini-Kampagne oder Reihe, also es ist ja im Grunde schon eine Kampagne, werde ich euch natürlich sagen, was ich davon halte, also wie genau ich diese gesamte Fan-Mission mag, weil man muss sie ja trotzdem im Ganzen betrachten, weil, aber einzeln muss ich sagen, diese Mission war sehr anstrengend. Die anderen Missionen waren ein bisschen lustig, also hatten so einen kleinen Humor-Part, aber hier war es gerade das Anwesen zum Beispiel, das hat so komplett rausgerissen in dieser Mission und hat gar nicht reingepasst. Und der Rest war dann so Sachen, die man sich mal ausdenken kann, um den Spieler ein bisschen nicht zum Grübeln, sondern zum Suchen bringen. Es ist nicht mal so rätsellastig gewesen, es war einfach nur Suchen. Und das bin ich überhaupt kein Fan von. Egal, das war Fragments, ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns zur nächsten C-Fan-Spieler. Macht's gut. Tschüss.